Ja, nachdem wir den beschwerlichen Aufstieg geschafft haben, sind wir nun endlich im Windtempel angelangt. Unserem ersten Dungeon, wenn man es so will. Und wir gucken mal, was hier so Schönes passiert. Auf jeden Fall gut windig hier oben. Aua, weil ich dagegen gerannt bin, oder was? Acht dreißig, 4:30. Zu wenig. Was müssen wir denn hier machen? Ach so, betreten. Ha! Okay, vielleicht hätten wir auch gar nicht nachlegen müssen eben mit. Mit dem Ding. Oder vielleicht doch? Okay, der klemmt. Wir müssen 2, 4, 6. Okay, wir müssen die Dinger da aufmachen. Aussichtslos, die will nicht aufgehen. Aber ich wette, dass die Ursache für den Sturm dahinter verborgen ist. Ob es nicht irgendeinen Weg gibt, das Ding zu öffnen? Da, hörst du schon wieder dieses Geräusch? Geliebter Nachfahre, die vor dir liegende Luke ist mit 5 weiteren Schlössern fest versiegelt. Nutze deine Mächte, um alle 5 zu öffnen, und der Eintritt sei dir gewährt. Eintritt, Eintritt. Aha. Ich weise dir den Weg. Es ist furchtbar lieb von dir, Dankeschön. Diesmal habe ich es aber ganz genau gehört. Die Stimme ruft mich, ganz klar. Yeah. Was immer auch das Dorf mit den Stürmen piesackt, liegt unter dieser Luke. Und wenn die Stimme recht hat, öffnet die Luke sich, wenn wir die 5 übrigen Schlösser aufbekommen. Ich vertraue der Stimme, wir sind schon nah am Ziel. Komm, Link, wäre doch gelacht, wenn wir die Schlösser nicht aufkriegen. Ja, in der Tat. So, warte mal, wo war denn jetzt? Andere Seite ist 1. Wollte ich nicht. Mein Gott. Das wollte ich. Auf jeden Fall können wir hier drin auch kochen. Das ist sehr gut. Okay, das geht nicht. Okay, das ist doof. Das ist auch doof. Warte mal, warte mal, warte mal. Was ist denn, wenn wir... Lol. Wenn wir jetzt den hier machen... Geht nur einmal, schade. Ein so ein Flammenwerfer. Oh Gott. Davon haben wir genug. Okay, gibt's hier was? Nee. Okay, was hallo? Okay, verstanden. Wieder rein. Nein!
Nein! Lol. Lol! Mann! Wie soll ich da reinkommen? Krieg ich da runter? Ja, kann ich. Aber funzt nicht, okay. Gucken wir uns erstmal woanders um. Ist ja nicht so, dass es unsere einzige Möglichkeit ist. Was ist das? U1. So, wir machen überall erstmal Feuer an. Ist auch gut. Warte mal. Nee. Ha! Wie gut! Alter, wie gut ist es? Sieh nur, Link. Aha. Ist das für eins der Schlösser? Sieht fast aus wie ein Windrädchen. Windrädchen, genau. Ich würde es jetzt nicht unbedingt Rädchen nennen, aber ja gut. Kommen wir hier rein? Nee. Lol, Alter, was kloppt er denn rein? Mann, ich... Idee.
wir eins der Schlösser auf. Lass uns... So, kamen wir hier irgendwie rechts rein? Nee. Nee. Gut, das war eines der Schlösser. Eins ist noch da. Wie komme ich denn nach unten? Was seid ihr denn? Achtung, kleiner Mann. Ein bisschen Angst, ne? Ha! Okay, holen wir uns gleich. Los geht's. 3 von 5. Das schmeißen wir weg, das schmeißen wir weg. Sind wenigstens die... Ne, sind immer noch nicht. Oh, shit. Oh, Gott. So, warum ist da ein Gegner? Weil da was... Oh. Die wollte ich doch nicht benutzen. Shit. Hier, einer unserer gefallenen Gegner. Oh, geil, ich liebe dieses, ne? Das Spiel ist... Einfach ein saugutes Spiel. Haha, ja, Mann.
Und jetzt? Komme ich hier jetzt wieder raus? Achso, ich bin doch doof. So, pass auf. Hier haben wir alles. Das heißt, da ist jetzt noch eins, da ist noch eins. Und da hinten. Frage ist, wie kommen wir da hin? Kommen wir hier hin? Ja. Nein. Da komm hin. Hallo, ich bin drin. Aua. Ach. Das ist ein riesengroßer Schredder. Das finden wir nicht so cool. Deswegen machen wir so. Ich weiß noch nicht, wo es jetzt hier entlang geht. Okay. Okay. Das jetzt geholfen? Das hat mir auch nicht geholfen. Das hilft mir auch nicht weiter. Ja, wow. Was war das jetzt hier? Auf jeden Fall finden wir hier massig Pfeile. Das ist sehr gut. Oh Gott. Ja.
Okay. So wie Anne sieht. What? Der hat immer mit Feuerfrüchten. Der Lump kennt auch die Tricks. Aha, aha, aha. Aber das hier ist tot. Tod und Verderben. Da auch? Ne, da geht's rein. Oha. Da geht's rein. Okay, machen wir erstmal das hier. Und Leute, was sagt ihr zu dem Dungeon bis jetzt? Gut oder nicht gut? Also jetzt nicht gameplay-technisch. Dum 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 dum. So. Tschüss. Ein Rodonit-Schwert. Ach, guck mal, da geht's hoch. Alter, wie viele Pfeile. Mal alle Luken öffnen hier. So, wollen wir jetzt erst nach oben? Ja. So, uns hier eine schicke Stelle aus. Hä? Lol. Wieso liegen hier die Platten rum? Was ist das? Ah, lol, okay. Haha. Boah, immerhin muss ein Fuchs sein, nicht nur einen buschigen Schwanz haben, ne? So, komm mal her, meine kleinen Flügel. Diese lustige kleine Turbine.
Jupp. Elite-Klinge. Ey, ich finde hier gute Waffen. Das gefällt mir. Seh nix. So. So, kleiner Mann. Noch. Drei erledigt, zwei bleiben noch. Bald geschafft, Link. Danke, dass du mich so unterstützt. Aber ich möchte hier runter. Tschüssikowski. Lass mich nur machen. Hui. 4 von 5? Jetzt ist nur noch eins übrig. Hä? Ich bin verwirrt. So, pass auf, wo ist der nächste? Da, U1. U1, wo sind wir jetzt? Ist das hier drunter dann? Hinter der... Warte mal.
Andere Seite runter, ne? Würde ich sagen. Das heißt, hier wieder raus. Das ist korrekt, ja. Zack. Sind wir jetzt? Nee, jetzt sind wir wieder ein zu hoch. Ist das jetzt die richtige Seite? Ja, ist es. Okay, wieso waren wir hier noch nicht? Hä? Okay, check ich nicht. Okay, das bringt ja nichts. Boah, wir müssen schon wieder was fressen, ey. Wir müssen gleich nochmal was kochen. Wir haben ja so einen, ich würde sagen, so einen Schnellkochtopf mit. Es ist diese Etage hier. Ja, ne? Dadurch ist es. Ach, lol. Lol. Warte. Ich seh's halt nicht, Kollege. Okay, so funktioniert das nicht. Ah.
Ha! Alter, MacGyver für Arme, ey. Kannst du sagen, was du willst. Komm her, Kollege. Wunder, mein kleines Kunstwerk da noch ein bisschen. Hallo, lauf nicht weg. Sesam, öffne dich. Geschafft, Link! Alle sind entriegelt. Das Tor auf dem Hauptdeck sollte nun offen sein. Jo. Wer bist denn du, ey? Der hat sich hier mit den Gegnern angelegt. Deswegen ist er erfroren. So, nu aber. Ja, let's fetzen, Diggi. Oioi. Hallo, Kollege. Okay. Frost Geira. Bestimmt ist dieses Monstrum schuld am Sturm. Kannst du mal von ausgehen, du. Stopfen wir ihm die Flügel. Das ohne mich. Ich habe auch schon was gesehen. Was für ein Wind! Lass dich nicht fortwehen, Link! Nee. Jo, mach das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Er ist gewaltig. Aber wir schaffen das ganz sicher. Wo will er denn hin? Hey. Sorry, du Model. Okay, da müssen wir ausweichen. Treffer war schon mal gut da oben. Aber dann müssen wir ausweichen.
Oh, weil ich keinen Bogen in der Hand habe. Gefällt ihm nicht. Das gefällt ihm nicht. Oh, Alter. Da habe ich nie aufgepasst. Thank you.
Easy, Speedstrat, Alter. Junge, was ein Bosskampf. Wie cool war das denn? Alter. Oh, ich glaube, der sieht wild aus, wenn der gespeedrunnt wird. Ey, wie gut war das? Wie viel Bock hat diese Dungeon gemacht? Unfassbar, echt. Das Spiel ist so gut. Das wird wieder schön, Freunde. Es wird wieder schön, das Wetter. Und wir haben eine Träne. Und ein Herzcontainer. So gut. Thule, durch dessen Adern mein Blut fließt, sei gegrüßt. Deine Stimme. Dann hast du also immer zu uns gesprochen? Ich bin dein Ahne aus einer längst vergessenen Zeit. Ein Orni-Krieger im Dienste des ersten Königs von Hyrule und der Weise des Windes. Und ach, wie du den Feind mit des Windes Hilfe bezwangst. Ja, du bist wahrlich mein Erbe. Der Ruhm der Orn. Das Sturmmonster, das ihr bezwangt, war ein Lakai des Dämonenkönigs. Es sollte dich von dem Kleinod fernhalten, das du vor kurzem berühren konntest. Dem Mysterienstein. Echt jetzt? Ja, deine Verwirrung ist nur zu verständlich. Darum höre nun meine Erzählung. Jo, mach das, Jula. Schönen Abend noch. Über den Versiegelungs- Vielen Dank fürs Dasein. Und die Bestimmung, die unserem Volke zuteil war. Dankeschön. Es geschah vor langer, langer Zeit. Hyrule war damals noch ein junges Königreich. Etwas abgrundtief Böses griff uns an. Versessen darauf, das Reich zu zerstören. Der Dämonenkönig. Doch Rauf, Hyrules erster König, versammelte 6 Krieger und stellte sich ihm entgegen. Damit dies gelingen sollte, überreichte er uns eine Gabe. Die Mysteriensteine, geheiligte Kleinodien, welche die Mächte ihrer Träger vervielfachen. Als Weiser des Windes erhielt auch ich einen solchen Stein und focht gemeinsam mit den anderen Weisen. Doch der Dämonenkönig war übermächtig. Seine Verteidigung war selbst für mich undurchdringlich, seine Magie unerschöpflich. Schließlich begriff König Rauro, dass kein Sieg über den Dämonenkönig möglich war. Er bannte den Dämonenkönig und endete so den Kampf. Mit dem eigenen Leben als Preis. Das also war der Versiegelungskrieg. Sein Opfer war es, das uns das Leben schenkte. Später erhielt ich einen Besuch, bei dem uns Orni ein geheiligter Auftrag erteilt wurde. Es war eine der 6 Weisen. Die Weise der Zeit. Das Siegel hält nicht ewig. Irgendwann kehrt das Böse zurück.
Der Ritter Link wird sich ihm stellen. Doch er wird eine gewaltige Macht benötigen. Ihr müsst ihm helfen. Die Windkraft der Orni. Ich bitte euch, Link, damit zur Seite zu stehen. In diesem Augenblick waren alle Zweifel über unser Schicksal wie weggeblasen. Unser höchster Wunsch ist die Vernichtung des Dämonenkönigs. Der Weise des Windes wird neu erwachen, wenn der Dämonenkönig wiederkehrt. Das gelobe ich. Der Ritter wird auf die Unterstützung der Orni zählen können. Das war die Geschichte des Versiegelungskriegs und des Auftrags an unser Volk. Du hast das Dorf der Orni gerettet. Doch der Dämonenkönig bedroht weiterhin das Land. Tulin, geliebter Nachbar, nimm meinen Mysterienstein entgegen und steh für das Gelübde ein, das ich der Weisen der Zeit gab. Kämpfe an Links Seite in den Schlachten, die eurer harren. Ich soll also zusammen mit Link gegen den Dämonenkönig kämpfen? Oh, Link! Das ist ja der totale Wahnsinn! Dass mich mein Ahne mit so einer Aufgabe betraut hat. Und dass ich dafür mit dir in den Kampf fliegen darf. Würde man nichts unternehmen, dann ginge die ganze Welt den Bach runter. Das könnt ihr gleich vergessen. Ich bin mehr als bereit. Her mit dem Mysterienstein! Wie putzig Tulin ist. Ich mag Tulin. Hä? Krieg ich jetzt auch was? Als Weiser des Windes schwöre ich, dir für alle Zeit beizustehen. Nimm nun dies als Beweis für meine Treue. Guck an. Ein Ring. Mit dem Ring da kannst du jederzeit meine Macht herbeirufen, verstanden? Jederzeit, aber mit Cooldown wahrscheinlich, ne? Und jetzt ab nach Hause, mein Papa wird staunen. Ja, dann let's fetz. Alter, war das cool. Was ein geiler Dungeon. Richtig Bock gemacht. Das würde ich jetzt auch gleich die anderen zocken, aber nein. Wir lassen uns Zeit. Uns hetzt keiner. Ladezeit. Hallo? Ah. Ich hatte gerade schon ein bisschen Angst. Hm. Oho. Es klart auf. Oh. Jawoll. Hey, wie cool ist das gemacht?
So kennen wir das Dorf der Orni. Ihr habt's wirklich geschafft. Genau, weil einer für den anderen gekämpft hat. Zwei echte Kameraden. Wirklich beachtlich. Unglaublich, dass es die Himmelseiche aus dem Lied wirklich gibt. Finde ich auch. Stellt euch nur vor, wie überrascht ich war. Wieso hat er eine Ampel als Ohrring? Tulin, du hast dich mehr als bewiesen. Aber Papa, der Bogen da, der war dir doch immer so lieb und teuer. Und den willst du mir schenken? Schon immer. Ich wollte ihn dir überreichen, sobald du das richtige Alter erreicht hast, um ein Krieger zu werden. Papa. Danke. Ich werde dir mit ihm beweisen. Warum ist das denn weg? Dass ich hier würdig bin, ein echter Krieger zu sein. Aber Link, die Frau, die uns mein Ahne gezeigt hat, die sah doch aus wie Prinzessin Zelda, oder nicht? Ich frage mich, ob das die echte Prinzessin war. Andererseits, wir haben in die ferne Vergangenheit geblickt. Wir wissen echt viel zu wenig. Nun gut, diese Gestalt, die wir auf der Himmelseiche gesehen haben, lässt mich nicht los. Also werde ich versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Komm bald wieder, ja? Dann werde ich dir sicher auch Neues über Prinzessin Zelda verraten können. Und denk immer daran, mit meiner Macht als Weiser werden du und ich nun immer zusammenreisen. Schwur von Tulin, Weiser des Windes. Zeichen des Paktes mit Tulin, dem Weisen des Windes. Rufe damit den Geist von Tulin herbei oder entlasse ihn. Cool. Sehr cool. So, hier war doch auch Ausdauerbarsch. Oh, Impa ist hier. Oh, Link, gut dich zu sehen. Wir wollten die Geoglyphe hier in der Nähe erforschen, doch wegen des Schneesturms kamen wir nicht voran. Nun ist der Schneesturm endlich vorüber und wir haben das Dorf erreicht. Wir planen, die Erforschung der Geoglyphen jetzt fortzusetzen. Einigen alten Schriften zufolge soll sich der vergessene Tempel auf dem Grund der Schlucht hier in Hebra befinden. Wir gehen davon aus, dass wir dort das Geheimnis der Geoglyphen endlich entschlüsseln können. Doch selbst wenn wir herausfinden, wo der Tempel ist, sind die Geoglyphen vielleicht über die ganze Welt verstreut. Darauf sollten wir vorbereitet sein. Ja, Pfeile brauchen wir wirklich nicht mehr. Wer war das, der hier den... Haben wir das nicht in den Missionen? Diese Höhle, wo war das nur gewesen? Oh. Hi. Oh, wenn das nicht der Hylianer ist, der zusammen mit Tulin das Dorf gerettet hat. Wir Orni sind so froh, dass wir endlich wieder unbesorgt unsere Flügel ausbreiten können. Euch verdanken wir, dass man jetzt
wieder viel weiter sehen kann. Das macht es einfacher, Höhlen zu finden. Tja, ich hatte kürzlich eine Höhle entdeckt, nur erinnere ich mich gerade nicht mehr, wo genau. Dort gab es einen in grünes Licht gehüllte Felsen, genau wie den unter dem Krämerladen. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich die Höhle fand, als ich nach dem weißen Vogel suchte. Okay. Nice. Da könnte man Pilze finden und sogar Fische fangen. Perfekt, um Nahrungsmittel zu sammeln. Nur zufällig. Direkt daneben war so eine Art weißer Vogel. Okay. Da gehen wir gleich hin. Wir geben erstmal einmal den Barsch ab. Ich habe doch einen Ausdauerbarsch, oder nicht? Oh nee, die habe ich alle verkocht, ne? Shit. Ah. Ärgerlich. Sorry, ich mache nur ein paar Fässer kaputt. Oh, Herr Ritter, Tulin und du, ihr habt das Dorf vor dem Schlimmsten bewahrt. Vielen, vielen Dank. Als wir uns am Stall der Tabanta-Brücke trafen, da hätte ich nicht im Traum daran gedacht, dass es dir gelingen würde, unser Dorf zu retten. Jetzt nach dem Ende des Schneesturms können wir endlich unsere Vorräte und Nahrung und Materialien wieder auffüllen. Nun, den Transport zum Dorf übernehmen die anderen Orni, während ich hier für die Verwaltung des Ganzen zuständig bin. Da fällt mir ein, ich frage mich, wann wohl endlich Huck mit seinen Essensvorräten bei mir eintreffen wird. Er sollte sie vom Stall des Schneelandes im Tabanta Schneefeld nordöstlich von hier abholen. Auf dem Rückweg ins Dorf wird ihm doch hoffentlich nicht zugestoßen sein. Oh, bitte entschuldige, aber ich mache mir Sorgen um einen unserer Dorfbewohner, der noch nicht zurück ist. Falls du ein paar Nahrungsmittelvorräte entbehren kannst, würdest du sie gegen einige unserer Waren tauschen? Jetzt, da der Schneesturm vorbei ist, füllen sich unsere Lager langsam wieder. Doch genug haben wir lange noch nicht. Ja, komm. Wir haben zwar genug Pfeile, aber was soll's. Einfach, weil wir was Gutes getan haben. Okay, hier kriegen wir auf jeden Fall massig. Massig Pfeile. So, was hast du hier? Danke vielmals, dass du so drauf. Aber weißt du was? Obwohl es aufgehört hat zu schneien, habe ich immer noch jede Menge zu tun. Jetzt inspiziere ich gerade das Dorf, um zu sehen, was der Schnee so alles beschädigt hat. Weißt du, das ist eine große Verantwortung. Ich muss weiterhin mein Bestes geben. Natürlich. So, und warte mal, wie... Wie können wir denn jetzt... Tulins Kraft einsetzen oder können wir das hier im Dorf nicht? Sehen wir hier irgendwo einen weißen Vogel?
So. Krogsam haben wir. Gucken wir mal. Oh, jetzt steht uns wieder alles offen, Freunde. Ah, Ausdauerbarsch. Dann machen wir das noch schnell. Dann gehen wir das noch schnell. Lol. Ach, warte mal, hier unten haben wir doch auch einen Schrein. Können wir nochmal fix beten? Können wir uns hier noch einen Herzcontainer holen? Ist hier noch irgendjemand, der irgendwie Quests hat? Klar. Pippa Kochobst. Bei Kälte Eisangriff. Lol. So, dann gucken wir hier noch mal. Warte mal, wie viel haben wir? 122, im Leben nicht genug. Sie läuft immer noch auf ihrer Inspektionstour rum. Ja, mehr scheint hier nicht zu sein erstmal. Dann stellen wir uns mal hier hin für den schönen Ausblick und beenden an dieser Folge die Stelle. Genau, an dieser Stelle die Folge. Aber ihr wisst es, im Stream geht es gleich weiter. Also, bis gleich.